Ihr werdet es nicht glauben. Ich musste hier direkt weglaufen. Samara-Team. Die Aufnahme nicht so schnell starten und den Kopfhörer aufsetzen. Jetzt schon mit in der Folge. Herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ey, kommt noch ein Fetti? Ja. Ja, die Bastel fängt genau richtig an. Ja, das ist ja wunderbar. Vielleicht kommt ja sogar noch eine. Sie hat ja schließlich geschrien. Mach dich weg, du Fetti. Der wartet die schon unten im Haus auf uns. Ja, die konnte ich euch nicht mehr zeigen. Ich musste halt sie hier wegballern, hier vorne. Weil sie ansonsten nochmal geschrien hätte. Dass sie jetzt auch schon weg ist. Die hätte ja wenigstens mal Loot fallen lassen können, ne? Immer so geizig, die Zombies. Ja, so, wo waren wir? So, Muni wollte man ein bisschen noch was ansetzen hier. Haben wir die Eisen dort? Da gehen noch fast 3000. Wenn wir einen kleinen Moment warten, dann müsste das eigentlich klappen. So, der Tool brauchen wir nicht mehr. Upgraden tun wir auch nicht mehr. Bohren, das könnte es sein. Denn ich wollte mir jetzt erstmal noch ein bisschen Blei besorgen gehen und Holz halt nebenbei, weil wir kein Holz mehr haben. So, den dorthin, den dorthin. Sprit haben wir auf jeden Fall noch in der Karre. Genau, wir haben ein bisschen Ölschiefer noch. Na, Stapel darf ich leider noch nicht machen. Dann würde man nämlich auch nochmal Ressourcen sparen. Kommen wir, glaube ich, hier nur einer aus oder mehr? Da kommen dann 10.000 raus. Das ist ja wunderbar. Kohle. Forscht. Bisschen Gas machen hier. Ja, dann haben wir sonst eigentlich nichts Großartiges zu tun. Wir haben nur ein Ding drin. Aber wir könnten bei ihm mal gucken, ob er was Nices für uns hat. Habe ich eigentlich was, was ich in diesen Speer reinballern kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Gewehrlauf. Beschwerter Kopfmod. Ne. Füllsperr habe ich nichts. Ich kenne mich mit den Sperren gar nicht aus, ich habe die noch nie irgendwie verwendet. Ist egal, ich verkaufe die jetzt einfach. Noch auf. 56. Tag. Ja,
Ja, servus, grüß dich und hallo. Hast du denn irgendwas, Judith? Hier, ich habe gute Dollar für dich. Ich habe einen ganz tollen Speer für dich. So, Secret Stash. Ja, wir könnten uns hier den nächsten Amboss holen. Ach komm, den kaufe ich mir. Ansonsten? Nö. Tja, geile Waffen oder auch nicht. I thank you, kind sir. Oh. Bitte sehr, aber ey, kauf dir doch mal geilere Sachen. Das wäre schon mal was. Dann ballern wir den doch da noch rein, dann ist ja auch schnell. So, jetzt müssen wir hier die 3000 gehen, oder? Ja, sicher. 48 Minuten. Tja, dann lass uns mal erstmal ein bisschen Blei holen, wa? Wo war die denn? Da, Bleitagebau. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich, dass Samara auch in unserem Haus wartet, weil da jetzt so viel am Brutzeln sind. Das lockt sie natürlich auch an. Das war damals auch ein unheimlich geiles Update, als sie die eingefügt haben. Das bringt einfach noch mehr Fun ins Game. Ja, ich kann hier zu meinem Tagebau kommen. Achso. Kommt alle ran hier. Gibt's hier nicht mal. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch noch was. Komm her hier. Der andere? Hast du auch Bock? Dann musst du herkommen. Ich bin zu faul dafür. Oh, hier hab ich schon ganz schön tief gegraben. Da komme ich aber nicht so schnell raus. Das gefällt mir nicht so gut. Ah, der kommt doch schon. Ölnitrat Eisen? War das echt die beste Bleimine? Ja, sieht so aus. Irgendwie hatte ich es mit mehr in Erinnerung.
Den habe ich auf jeden Fall schon mal angelockt. Ja! Ich krieg dich mal drauf hier. Bleier! Da, oder? Hier ist es schon wieder Eisen. Ey, das ist scheiße. Tor geschrien? Wo ist sie denn? Der Kotze. Abhauen. Hast du wieder geschrien? Ich bin hier weg. Das wird mir zu viel.
the right. Ja, also zumindest der kommt bis hierher. Die auch? Das ist ja schön. Kommt sie denn auch? Dann kommt Fetti. Naja, viel Zeit aber nicht mehr. Da düppeln bestimmt schon wieder zwei von den Samaras rum. Ah, kommt er. Das ist auf jeden Fall eine. Die ist weg. Na komm. 20 Uhr. Wir eiern mal wieder nach Hause. It's Blood Moon. Ups. Schieß mit Tor. 90% nur noch. Aufpassen. Hier könnte sie auch sein. Die Chemiestation läuft. Die ganzen Schmieden laufen. Da ist sie doch. Ist absolute Samara-Zeit. Total geil. So, das ist ja vielleicht jetzt hier. Dich. Ah, 1000 Blei eingesackt. Das ist auch schon.
schon 21 Uhr. Oh, ja. Und er ist immer noch am Produzieren, Alter. Danach kommt erst der Sand, wunderbar. Wir haben zwar ein paar Pillen, aber wir haben doch auch hiervon schon welche, ne? Nehmen wir uns auch mal drei mit. Wer weiß, was jetzt passiert, ne? So, das reicht hoffentlich. Damit fährt durch. Ja, wir müssen ja auch noch die Blöcke einsammeln. Mal ab nach drüben. Tja, ey, dann hoffen wir mal, dass es reicht. Klein wenig Zeit ist noch. Ey, wir haben gar nicht so schlecht Beton. Also wir könnten demnächst vielleicht doch noch den Bau des Torfes. Ich hoffe mal, die Schüsse den Dart-Traps reichen. Ja, zur nächsten Black Moon Night werde ich dann wahrscheinlich noch Stromfallen zu den Schnäpfern bauen. Tja, und dann geht's los. Jetzt werden noch mehr XP reinschneiden. Ich denke mal, die ganz normalen Zombies kommen da kaum durch. Ja, so ein Rocker, der hat natürlich. Thank you.
eigentlich auch mit den anderen Viechern losgehen, die explodieren? Bin mir nicht ganz sicher, ob die Viecher sind. Über 3 Stunden. Da haben wir das Kuchen gehört. Können wir hier sein? Da ist auf jeden Fall eine Chimera mit dabei. Der Schnitzler scheint aber schon hinüber zu sein. Thank you.
ganze Zeit. Es kann ja lustig werden, wenn es hier vorbei ist. Soll er nicht rumkommen oder was reinkommen? Ich glaube, Thank you.
ist auch vorbei. Ja, die Eckblöcke setzen wir später. Lass mal kurz gucken, ey. Ich dachte, ich hätte Samara gehört. Ich meine, kann ja auch sein. Fritz gestorben. So, geht's ran ans Looten. Ich hoffe, ihr habt mir was Schönes mitgebracht. So, hier ist schon mal alles weg. Obwohl es Osten ist, ja, da drüben Norden wird auch alles weg sein, denke ich mal. Ja, Muni ist immer schön. Da hinten liegt auch noch einer. Oh, blaue, sehr schön. Oh, und wieder Muni. Sind sie blauen? Ah, 762, das ist schön. Motorwerkzeug, das ist auch gut. Die Seite hier, Südosten, fertig, legen wir es mal ab. Dich. Ja, auf jeden Fall alles, was nicht so stackable ist. So, alles weg. Ein bisschen was Futter. Können wir so noch ein bisschen heilen. Was laufen? Und weiter. Ja, hier müsste ja auch ziemlich viel weg sein. Wenn hier erstmal noch, ne, hier dann noch so ein Stromkabel durch ist, dann arbeiten die noch viel besser. Einfach verschwunden. Ey, gleich wieder. Wir sind schon wieder voll. Hä? Achso. Kunst des Bergbaus, das lesen wir natürlich, ne? Bremst dich der ganze Bergbau zu sehr? Du kannst aus Erz, Stein und Holz kompakte Stapel fertig. Jawohl, endlich haben wir sie, die Stapel. Lesen und schon wieder ablegen. Wir sind gerade im Norden. Schleichen, schleichen, schleichen. Letztes Mal muss man, glaube ich, einmal ablegen, ne? Also, guck mal. Dusch erstmal den. Der jetzt auch nichts Wichtiges abgelegt. Doch, hier. Den hat er natürlich abgelegt. Und. Hm? Achso, 9mm hatte ich 2. Das war's. Mehr geht nicht. Da liegt ja noch was. Und hier hatten wir noch was. Oh, Scheiße. Das könnte der letzte sein.
Und der noch. Das gehen wir nochmal ganz kurz von oben checken. Ich sollte hier die Dinger hinsetzen. Ich kenne mich doch. Ich fall da rein. Hört sich vielleicht dumm an, aber ich bin so blöd. So, aber einmal rum. Also ich habe jetzt hier in der Mitte nichts mehr gesehen. Den haben wir's. Tja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß an diesem Blattmond. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne und ciao.